Herzlich willkommen zurück zu Smash Bros. Ich bin der Dave und wir reden heute mal wieder ein bisschen. Beziehungsweise ich rede, ihr hört zu, wenn ihr wollt, und schreibt mir am Ende in die Kommentare, halt die Fresse. Damit das Ganze nicht so langweilig ist, jetzt kommt's. Habe ich mir gedacht, wir spielen den Creature Engine Simulator im Hintergrund. Weil ich glaube, ich muss da nichts machen. Ich bin, was Multitasking angeht, eh eine Null. Also, warum nicht? Ich würde sagen, wir starten erst das Spiel, was man auch immer starten kann. Und dann fange ich an mit Sammeln. Hui! Ich glaube, das kostet 1,50 €, ne? Also wenn ihr Bock habt. Fangen wir jetzt mit einem einfachen Thema an. Robin. Es ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden um Robin die letzte Zeit. Das liegt daran, dass er einfach privat sehr zeitlich eingespannt ist. Aber wie ihr Robin kennt, der kommt zurück und schlägt ein wie eine Bombe. So wie man ihn kennt und liebt. Ansonsten macht er gerade ein bisschen was mit Discord, mit unserem Discord-Server. Das finde ich ganz cool. Merkwürdig, aber cool. Der hat sich irgendwie selbst auf die Fahne geschrieben, den Discord-Server ein bisschen so zu pushen. Beziehungsweise den mal auf Vordermann zu bringen und da vielleicht ein bisschen so Aktivitäten zu fördern. Finde ich ganz klasse. So viel zu Robin. Das war es eigentlich auch schon. Macht euch keine Sorgen, Robin. Der kommt wieder. Den wird man sowieso nicht los. Kommen wir zu mir. Bei mir sieht es im Moment so aus, ich habe zwar die Zeit, aber ich habe ein bisschen so das Problem von Ideenlosigkeit. So, was soll ich machen, etc. pp. Was ich gerne machen würde, wären mehr Labervideos. Ich nenne sie mal Labervideos, weil ich nicht genau weiß, wie man das nennt. Redevideos. Also da, wo man ein bisschen quatschen muss, etc. pp. So wie hier. Ich finde es allgemein cool, wenn ich, also ich gucke ja auch viel YouTube, und wenn dann von den größeren Creator oftmals dann so ein bisschen Hintergrund gezeigt wird oder so, was man so in den nächsten Tagen Zeit vorhat oder ne, so einfach allgemein gehalten. So, was ist so geplant oder ja, und das war irgendwie so der Grund, warum ich mir dann gedacht habe, es war eigentlich mal eine ganz gute Idee. Da Robin ja gerade ein bisschen Zeitmangel im Moment hat, was Smash Bros. Angeht, dachte ich mir, wäre eigentlich mal ein guter Zeitpunkt für so ein Wart-Video. Ja, und dann mal schauen, ja, je nachdem, wie das ankommt, dann vielleicht in Zukunft des Öfteren. Guck mal hier, das ist ein Ansaugpipe. Das Spiel macht uns echt fertig, gell? Wie dem auch sei. Problem bei mir. Ich bin ein bisschen ideenlos, deswegen, falls ihr Ideen habt, was ihr sehen wollt, etc. pp. Ne, das könnt ihr gerne unten festhalten. Und dann mal schauen, ne, wenn sich genug Leute dafür interessieren, warum nicht? Kann man mal schauen. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, macht doch Let's Play. Jetzt, der Punkt bei Let's Play, also zumindest für mich ist das so. Ja? Ich schaue ja, wie gesagt, viel YouTube. Dementsprechend auch bei anderen Creatern Let's Plays. Das Spiel muss aber wirklich schon wirklich sehr interessant sein, damit ich mir die komplette Reihe angucke. Also ich muss zugeben, auch bei, also auch wirklich bei wirklich großen, ne? Also weiß nicht, sagen wir, nehmen wir mal Pizmeat, nehmen wir mal, auch von mir ist ein Kronk. Ne? Auch wenn die natürlich was zu ihr Auftreten angeht, ne, dass das schon richtig gut machen. Bei einem Let's Play per se durchgehend kann ich da auch nicht 100% am Ball bleiben. Einfach weil, ja, die Spiele, einfach die rauskommen, einfach nicht storytechnisch so begeistern, dass ich sage, ey, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. In den meisten Fällen ist es halt doch eher mau. Bei mir endet das meistens so, ich schaue mir den Anfang eines Let's Plays an, dann hin und wieder mal noch so eins in der Mitte.
oder so zwei, drei in der Mitte. Und dann auch das Finale. Das reicht mir dann meist, bei den meisten Spielen dann eigentlich schon aus. Und ich sehe das ja auch bei unseren Views. Also wenn ich jetzt mir so die Let's Plays, die ich gemacht habe, angucke, dann sehe ich halt immer ganz klar am Anfang die Views. Die sind auch sehr hoch, ne? Weil viele kennen diese Spiele gar nicht, die dann da gespielt wurden. Haben deswegen Interesse, merken aber dann, okay, es ist nicht ihr Fall, hören dann auf. So, und dann sehe ich halt gerade beim Finale, wenn dann meistens drin steht, Finale, letzte Folge, was auch immer. Da geht es dann wieder meistens nochmal kurz hoch. Und ich weiß nicht, deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass so Let's Plays im... Ja, ich weiß nicht, die einfach schwierig sind. Das ist jetzt einfach mal schwierig. Ich habe mir dann überlegt, okay, gehe ich eben mehr in die Richtung Zug- und Police-Simulator. Ja, aber die kosten halt auch eine Menge Zeit. Und regelmäßige Uploads ist damit halt auch schwierig. Dann ist halt zu überlegen, vielleicht ein Hybride, das heißt ein Let's Play und dann die anderen Videos zu machen. Ja, dann ist aber die Frage, okay, was für ein Let's Play, weil wenn dann wird es ja quasi Wochen oder vielleicht einen Monat, je nachdem wie lang so ein Spiel geht, nur dieses eine Let's Play geben, dann ist halt auch die Frage, wie viel Zeit finde ich dann noch neben Arbeit und den Kram, dann noch die andere Art von Videos. Ihr seht, das ist kompliziert. Das ist nicht ganz so einfach. Prinzipiell, was ich aber machen möchte, ist, was viele nicht wissen. Ich meine, die Gesichter von Smash Warriors sind ja im Prinzip schon Robin. Wir sind aber eigentlich auch ein paar mehr Leute, die jetzt, ich sage jetzt mal noch nicht wirklich aktiv mitarbeiten. Ich aber versuche, die so nach und nach ein bisschen mit einzubinden, zu integrieren. Ich meine, ein bisschen was habt ihr schon gesehen, ne? Richie hatte jetzt schon, ich glaube, zwei Auftritte. Einmal hat er komplett eigenes Video gemacht. Das andere Mal hat er mir auch bei diesem Polizeivideo ausgeholfen. Ich glaube, da könnt ihr noch auf einige Überraschungen warten. Ich glaube, ich bin jetzt schon beim letzten Punkt. Ich habe ja angesprochen, dass ich ein bisschen mehr Solarbildes machen möchte. Unter anderem auch damit das freie Sprechen ein bisschen geübt, trainiert wird. Weil ich merke jetzt schon, obwohl ich kein Multitasking machen muss, so ein Video, ich meine, klar, wenn du was spielst und dabei ein bisschen Trash Talks, ist es okay. Wenn du dir quasi ein Video erstellst mit einem Skript, ja, ist auch noch einfach. Aber so jetzt hier so Freestyle über diese Ideen und etc. zu reden, ja, ich meine, ihr seht es anhand der Schnitte. Ist nicht so einfach wie gedacht. Und ich spiele ja noch nicht mal. Ich guck eine Ente zu, wie sie rumschwimmt. Und ich bereue es nicht. Ja, da habe ich mir auf jeden Fall überlegt, gerade bei so Sachen wie, nur als Beispiel, ne, es gab ja da den Reveal von Zelda. Vor allem das Gameplay-Reveal, wo man ein bisschen sehen konnte, okay, was gibt's Neues in dem Spiel, bla bla bla. Und da habe ich mir überlegt, gerade in Zukunft, da könnten doch eigentlich auch ich und Robin, ich will das mal Robin anbringen, gucken, was er dazu sagt, dass wir dann quasi uns sowas gemeinsam angucken, das dabei aufnehmen und eben unseren Senf dazu geben. Weil ich habe halt gemerkt, auch gerade bei dem Thema Zelda, dass unsere Meinungen dann doch ein bisschen auseinandergegangen sind. Und sonst, also ich meine, gerade wenn ich mir jetzt größere Leute angucke, ja, deren Content besteht ja eigentlich oftmals, also na, klar, es gibt Ausnahmen, Hendo zum Beispiel, der macht da so sein eigenes Ding. Aber was halt viele machen von den größeren sind halt zum Beispiel Reacts, da denke ich mir aber, wir sind nicht groß genug, dass das irgendjemand interessieren würde bei den meisten Dingen. Ansonsten, wenn, ja, wie gesagt, ne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwas sehen wollt, per se, einfach unten reinschreiben. Schauen dann, was sich daraus machen lässt. Und ich glaube, das war es eigentlich auch erstmal. So ungefähr so der Stand jetzt bei uns. Wenn ich schon irgendwas vergessen habe und es fällt mir jetzt gleich im Schnitt auf, ball ich es noch hinten dran.
Ansonsten, wenn ich irgendwas vergessen habe und ihr noch wissen wollt, wieder ballert es unten rein. Kommt auch gerne zu uns in Discord. Robin freut sich bestimmt, dass ihm seine Mühe nicht umsonst ist. Und ja, dann kann ich euch eigentlich nur noch einen wunderschönen guten Tag wünschen. Von mir und Flappy the Duck. Klappt euch wohl. Ihr wisst Bescheid. Wie sagt der Krieger? Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.